Ein paar Tage haben sie schon gebraucht. Der Kater nach der Derby-Pleite war ganz schön heftig. Aber jetzt ist Schalke weitgehend abgehakt, auch für Jürgen Klopp. Wir haben das Derby verloren, haben uns danach gefühlt, wie, ja, wie man sich danach zu fühlen hat. Haben das mittlerweile aufgearbeitet und beschäftigen uns, ehrlich gesagt, seit Beginn dieser Woche ausschließlich mit Freiburg. Ich weiß ja nicht, womit wir uns sonst beschäftigen sollten. Der BVB gegen den SC Freiburg. Ein echtes Spitzenspiel, wenn man auf die Tabelle schaut. Aber das hat sich Jürgen Klopp offenbar schon länger abgewöhnt. Wer wo steht und wie viele Punkte hat, das weiß der eloquente Trainer gar nicht so genau. Und jetzt treffen wir auf Freiburg. Und das ist, die haben letzte Woche ja den abbekommen, aber spielen ansonsten eine unfassbar gute Saison. Und sind sehr unangenehm, weiß nicht, 5., 6., 7., meine ich, der Auswärtstabelle auch. Das ist für eine Vierter, Entschuldigung, Vierter. Wie viele sind wir da? Oh, ja. Also sind sie Favorit, sozusagen, ja. Freiburg Favorit. Dortmunds Trainer vergisst dabei, dass seine Mannschaft Heimrecht hat. Aber die Bundesliga ist nun mal so wenig aufregend wie lange nicht. 20 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern. Die Meisterschaft ist für den BVB schon längst gelaufen. Vielleicht sollte ich die Gelegenheit mal nutzen, mich im Namen aller anderen 17 Bundesligisten bei den Fußballzuschauern euch zu entschuldigen für fehlende Spannung, was die Meisterschaft angeht. Ansonsten allerdings haben wir alles dafür getan, dass es spannend bleibt. Klopp nimmt die Lage in der Liga mit Humor. Die Bundesliga mag für Dortmund nicht mehr ganz so spannend sein, aber da wäre ja noch die Champions League.